Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich bewerte eure Teams. Ja, das ist das Ich bewerte eure Teams Video Hashtag 5. Hashtag 4 müsste vor ein paar, ich sag jetzt mal Minuten, eher vor einer halben Stunde ungefähr, oder ich weiß es nicht, wann das halt online gekommen ist, aber es müsste schon online sein. Und ja, das ist es auch jetzt. Gut, dann fangen wir auch gleich mal hier an mit diesem Video. Und zwar hier fangen wir an mit dem lieben Günd. Auf YouTube heißt sie oder eher Tina John. Und dann fangen wir hier gleich mal an und bewerten mal das Team. 104, 120. Das sieht ja schon mal ganz nice aus. Und das sieht auch so aus wie Bayern-Fan, oder? Ah ne, da habe ich mich vielleicht getäuscht. Oder vielleicht bist du ja auch Bayern-Fan. Jedenfalls Bundesliga. Das finde ich ja schon mal sehr nice. Halt außer Ibrahimovic, Iwobi, Robertson. Ach so, dann halt doch keine Bundesliga. Okay. Ja, das war gerade ein bisschen dumm von mir. Aber nein, keine Bundesliga. Ja, trotzdem sieht ja schon mal richtig nice aus hier. 104, 120. Ich guck gerade, ob mir irgendwas auffällt. Irgendwas Auffälliges. 103. Ah, vielleicht Ter Stegen. Ter Stegen hat bei dir halt nur 101. Der passt vielleicht nicht ganz so gut rein. Der hat zwar gute Links, aber ja, er hat halt nur bei dir 101. Den könntest du ja vielleicht austauschen, aber wie ihr wisst ja schon, das, was ich hier sage, das ist meine Meinung. Ihr könnt ja eine total andere Meinung haben. Ihr könnt ja sagen, mir gefallen die Spieler, ich feiere die. Und das natürlich toleriere ich auch sowas. Ist halt einfach sehr euer Team. Ihr könnt machen damit, was ihr wollt. Ja, sonst, also Ter Stegen, vielleicht, es halt nicht, passt jetzt halt nicht so gut rein. Aber sonst sieht es echt krasses Team hier auch. Viele deutsche Spieler drin. Und ja, das passt auf jeden Fall. Schönes Team, würde ich sagen. Und ich gebe dir darauf eine 9,5 von 10. Ja, auf jeden Fall geht ja schon mal gut los. Dann gucken wir hier gleich mal weiter mit Jack FIFA. Jack FIFA hat jetzt ein 108, 120er Team. Auf YouTube heißt er auch Jack FIFA. Das weiß ich. Oh, und er hat hier gleich Seedorf, Hazard und Salah. Schon auf 100. Eieiei, das sieht echt nice aus. Das sieht echt nice aus. Schon 3 Ränge. Oha, das ist auch gut. Was mir halt jetzt vielleicht auch so ein bisschen auffällt, ist halt Courtois. Der hat halt nur 103 bei dir. Und hat auch Sanchez hinten drin in der Innenverteidigung. Der hat halt nur 105. Genauso wie Kondogbia. Also das ist jetzt nicht so das Beste, aber trotzdem. Sonst krasses Team auf jeden Fall hier. Auch mit Robertson, Ferdinand, Cruyff, Seedorf, ja, und halt hier mit Hazard, Salas und Seedorf. Richtig nices Team auf jeden Fall. Und ja, da würde ich sagen, halt kleine Abweichungen hier durch Courtois und Sanchez und Kondogbia, aber trotzdem auch wieder, auch das hier ist ein krasses Team, muss ich sagen. Und ich gebe dir darauf eine 9 von 10. 9 von 10 hier für Jack FIFA. Nices Team auf jeden Fall. Gucken wir gleich mal weiter. Das nächste Team ist von Franz. Oder der ist neu in der Liga. Schauen wir gleich mal. Oh. Der hat aber interessante Karten drin. Ich weiß gar nicht, was sind denn das? Ach so. Das ist wahrscheinlich, wenn man Champion ist in irgendwas. Ich glaube, in 1 gegen 1 oder in Versus Angriff, da kriegt man diese Karten. Finde ich auf jeden Fall richtig nice. Die passen ja auch richtig bei dir rein. Krass auf jeden Fall. Das sowas sehe ich nicht oft. Hier, ich meine jetzt hier Vardy und Marquinhos. Und natürlich halt auch wieder Okocha. Wie einfach alle Okocha haben. Oder auch Salah. Wie geht das? Ja, sonst fällt mir hier irgendwas auf. Eigentlich. Ja, Jimenez. Jimenez, der hat bei dir halt nur 101. Das fällt mir auf hier unten als Innenverteidiger. Das passt jetzt vielleicht nicht so gut bei dir rein mit deinem 106, 120er Team.
Ja, also Jimenez passt jetzt nicht ganz so gut, würde ich sagen. Aber sonst, krasses Team hier auch. Auch halt diese Karten, ich finde die sehr interessant hier. Mit Vardy und Marquinhos. Nice, auf jeden Fall. Richtig, richtig nice. Und ja, dann würde ich dir darauf mal eine 9,5 von 10 geben. 9,5 von 10 hier für dich, lieber Franz. Okay, also ich irgendwie bewerte ich heute total positiv. Das habe ich auch, glaube ich, sonst immer so gemacht. Okay, als nächstes würde ich kommen. Ich bewerte mich aber nicht selbst. Ist ja klar. Gucken wir mal hier bei FC Bayern. 106, 120. Oh, das sieht ja echt krass aus. Das sind ja nur Dschungelspieler. Das ist echt krass. Und Richarlison, oder wie auch immer der ausgesprochen wird, auch auf 100. Alter Schwede, krasses Team. Also hier FC Bayern. Das sieht echt krass aus. Das muss ich echt mal sagen. Das sieht echt irgendwie, erster Eindruck, top. Also ich würde dir auch einen Pluspunkt geben, weil du nur Dschungelspieler nimmst. Einfach nur Dschungelspieler. Alter. Also dieses Amazonas-Schatz-Event, meine ich. Und wenn ich jetzt hier so gucke, irgendwie fällt mir auch nichts auf, was du vielleicht verbessern könntest. Ja, man könnte jetzt auf Krampf irgendwas suchen, aber das ist einfach top. Richtig gutes Team, muss ich sagen. Also FC Bayern, ich zieh meinen Hut vor dir, dass du hier das durch, dass du das hier machst mit diesem kompletten Dschungelteam. Also Grüße gehen raus an dich, FC Bayern. 10 von 10. Das ist echt ein krasses Team. Ich glaube, da kann auch jeder mitgehen. Denn das ist echt krass. Einfach komplettes Dschungelteam. Also Amazonas Schatzsuche. Kannst du auch sagen. Gut, dann als nächstes TPN bar irgendwas. Sorry, aber ich kann halt kein Russisch. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Sorry an dieser Stelle. Ja, dann gucken wir mal. Sieht schon mal sehr nach. Ja, das ist einfach ein Bundesliga-Team. Es ist ein Bundesliga-Team. Schauen wir mal. Sieht schon mal richtig nice aus. Hier auch mit Baumann 99. Richtig krass. Das ist echt krass. Baumann auf 99 trainiert. Da sieht man, worauf du eher so gegangen bist. Sonst, na, Kadarzabek ist halt auf der falschen Position bei dir. Und du hast mit dem auch, sieh mal, du hast einfach nur 89 mit Kadarzabek. Das sind 14 Guesspunkte weniger als dein jetziger Guesswert. Das ist bitter. Das ist schon irgendwie ein bisschen bitter. Sonst auch Bicakcic. Auch Bicakcic hier. Ich glaube, du bist ein bisschen so Hoffenheim-Fan. Deshalb hast du die Spieler drin. Aber auch Bicakcic, der hat bei dir auch nur 92. Also, ja, das passt jetzt nicht ganz so gut rein in den 103er-Team. Deshalb muss ich dir sagen, das ist schon echt hart. Sonst, die Spieler sonst, ich feiere es einfach, dass du Bundesliga machst. Bundesliga ist immer nice. Also, wer hier mit einem Bundesliga-Team kommt, das ist immer nice. Das kommt immer gut. Ja. Also, echt nice Team hier. Ja, Kalajabik und Bicakcic. Aber sonst hier auch Hübner auf 92 trainiert. Krass auf jeden Fall. Ich würde dir darauf, ich muss kurz überlegen, eine 7,5 von 10 geben. Ich gebe dir eine 7,5 von 10, halt weil es echt viele Abweichungen hier sind mit Kadarzabek und Bicakcic. Aber sonst, krasses Team. Krass auf jeden Fall. Richtig krass. Dass du auch sowas halt durchziehst. Dann Haji 123. Gucken wir den mal. Oder 123. Kommt drauf an, wie man es will. 104, 120er. Guesswert. Aber zwischendurch muss ich jetzt mal was trinken. Ich rede recht viel. Draußen ist es richtig heiß. Und da muss ich jetzt erstmal was trinken. Ja, das hat gut getan. Erstmal hier was getrunken. Dann können wir jetzt hier auch gut weitermachen. Ja, sieht schon mal auf dem ersten Blick recht bunt aus.
Du hast Champions League drin, du hast ultimatives Trotz drin, du hast Schatzsuche drin, also Sahara-Schatzsuche, du hast La Liga-Rivalen drin. Du hast, ich weiß gerade gar nicht, was Savage? Von welchem Event war denn der? Weiß ich gerade nicht, von welchem Event der war. Du hast oben Top-Transfer drin, also alles Mögliche. Und oben noch Karneval und noch eine Icon, also echt bunt gemischt bei dir hier. Alles feiere ich, sowas feiere ich. Und sonst auch so die Spieler, so alle fast auf demselben Niveau. Also das sieht alles hier recht gut aus und irgendwie gefällt mir dieses Team. Irgendwie gefällt mir das richtig gut. Lieber Haji 123. Ja. Irgendwie. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube aber, ich gebe diesem Team eine. Ja, eine 10 von 10. Denn das ist irgendwie. Irgendwie beeindruckt mich dieses Team. Irgendwie mag ich dieses Team. Und ja, hat Haji 123 echt Glück. Denn. Das ist echt ein gutes Team. Das hat Potenzial, dieses Team, würde ich sagen. Passt alles auch recht gut. Hier auch gut verlinkt. Top auf jeden Fall. Top, top, top. Also da sieht man auch, dass ein 104er-Team auch noch 10 von 10 kriegen kann. So ist es nicht, dass man, wenn man wenig S-Wert hat, nicht mehr gut bewertet wird. Nee, nee, nee. Bei mir kommt es auf die Spieler drauf an. Und wie die so im Verhältnis zueinander stehen. Okay, dann gucken wir hier mal weiter mit Ikona Vulkan. Auf YouTube heißt der Retro Games YT. Könnt ihr auch gerne mal abchecken und ein Abo da lassen. Er macht echt auch gute Videos. Dann schauen wir uns das mal hier an. Also schon mal hier TOTW-Spieler 2 drin mit Modric und Oblak. Sieht schon mal richtig nice aus. Das kann man schon mal sagen. Sonst Zaha, Crespo. Casemiro natürlich, alter Schwede. Casemiro einfach. Casemiro ist ein Gott. Sonst finde ich überhaupt was, was mir nicht so gefällt. Ich muss gerade gucken. Sieht eigentlich alles recht gut aus. Na, Oblak. Ja, Oblak ist nur, hat nur 103 bei dir. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen was, was man sagen kann. Sonst, ja, Utrigo Zola. Aber es passt halt so rein, weil du halt noch zwei Spanier dort hast. Dani Ceballos und Jimenez. Das würde auch bei dir passen. Und sonst, ich kann einfach nur sagen, Top-Team. Einfach super Team, was du hier hast. Ikona Vulkan. Also Retro Games. Also Retro Games, das ist echt ein nices Team. Ich gebe dir darauf eine 9,5 von 10. 9,5 von 10 für dich, lieber Retro Games. So, gut. Ja, dann kommen wir hier zu Simon. Simon, der hat ein 120er Team. Okay, hier Aufstellung anzeigen. Dann wollen wir es doch, da wollen wir doch mal sehen. Wie ist es denn? Sieht schon mal sehr aus nach, ja, nach Premier League und Bundesliga und eigentlich, ja, eigentlich ist es alles gemischt. Das kann man schon sagen. Die Spiele sind gut verbunden. Echt nice auch gemacht. Van Bissaka. Okay, den kenne ich irgendwie nicht. Also Van Bissaka, ich weiß nicht, irgendwie sagt mir jetzt nicht so viel. Sonst Lampard. Oh, Lampard hat bei dir nur 99. Das ist jetzt nicht so gut, würde ich sagen. Lampard hat nur 99. Und auch Goretzka hat nur 100 bei dir. Ja, das wären jetzt so ein paar Punkte, wo ich sage, ja, ist jetzt, wo man vielleicht ein bisschen Abzug geben kann, aber sonst, es sieht einfach echt krass aus. Hier auch mit Mané, mit Lacazette, mit Origi, mit Doherty, mit Duffy, mit Jane und mit Robertson und Viviano im Tor. Also echt krass. Ja, Goretzka, Lampard und Van Bissaka ist jetzt nicht so mein Fall. Und ich würde dir aber trotzdem super Team. Eine 9 von 10 geben. Richtig nice Team. Nice auf jeden Fall. Richtig nice. 9 von 10 für dich. Und dann Leute, wir kommen jetzt auch zum letzten Team dieser Folge. Ich bewerte eure Teams. Und es ist der liebe MCY.
Schauen wir mal, was er für ein gutes Team hat. 100-220, das sieht schon mal gut aus. Und was mir auch sofort aber auffällt, ist, dass Lerma und William Cavallo oder wie auch immer der ausgesprochen wird, auf der falschen Position sind. Für William Cavallo oder William Cavallo, William Cavallo, da bekommst du ja gar keinen Skillboost. Für Lerma kriegst du halt noch Skillboost. Aber sonst hat William Cavallo, der zieht es schon echt weit runter. Wenn du einen richtigen LF findest, wie zum Beispiel 95er Thorgan Hazard, ich glaube, dann kommst du auch hier auf die 103 oder 104. Das will hier mal gesagt sein. Denn sonst echt nice Team. Hast du richtig gut hier auch hochgekriegt. Ach so, was mir auch noch auffällt, ja, hier Roberto Firmino. Das habe ich zuerst gar nicht gesehen, aber jetzt sehe ich es. Roberto Firmino, der passt jetzt auch nicht ganz so rein, halt wegen seiner Position. Da müsstest du vielleicht noch ein bisschen was tauschen, weil dann kommst du bestimmt auf die 104 oder 105, wenn du das tauschen würdest. Weil sonst echt nice Team, gute Stellungen, würde ich sagen. Auch gut hier alles schön verlinkt. Ja, und dann würde ich dir darauf auf dieses Team eine, ich überlege kurz, eine 7,5 von 10 bekommen. 7,5 von 10 für dich, lieber MCY. Aber auch das ist eine sehr gute, ich sag jetzt mal, Positionierung. Sehr gute Bewertung. Ich denke, wenn du beim nächsten Mal, wenn ich wieder ich bewerte eure Teams mache, dann bis dahin hast du dich bestimmt schon total gesteigert. Ist ja auch nicht schlimm, denn 7,5, Alter, das ist doch total gut auch, weil Packstrader, wenn man mal bei Packstrader zum Beispiel guckt, wie der bewertet, ich finde, der bewertet irgendwie ein bisschen komisch. Da kommt es halt noch auf das Ranking drauf an. Ich finde, bei mir kommt es halt nur drauf an, auf das, auf die Spieler und wie sie so miteinander, ich sag jetzt mal, wie sie halt zum Guesswert passen und wie sie halt auch mit der Chemie übereinstimmen. Gut, dann wäre jetzt auch das die Folge. Ich bewerte eure Teams. Hashtag 5. Ja, und dann würde ich mich jetzt auch verabschieden und bis zum nächsten Mal und tschüss.